Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und irgendeiner meiner Mates hat sich die Map gewünscht. Also zumindest die Farm. Die haargenaue Map kann man ja nicht bestimmen. Es gibt ja bei der Farm, Macmillan, Schrottplatz, gibt es ja 4, 5, 6 verschiedene Looks der Map quasi. Aber die Farm hat sich irgendwer gewünscht. Deswegen sind wir jetzt noch hier gelandet. Und ja, ich bin mal wieder mit Sarina unterwegs. Ich muss vielleicht anfangen, mir langsam mal eine Übersicht zu machen, welche Survivor ich wann gespielt habe, damit ihr hier Abwechslung zu sehen bekommt. Ich habe jetzt gerade spontan Sarina mitgenommen, weil es ging gerade mit der Lobby so schnell. Da hatte ich nicht mehr viel Zeit, hier irgendwas zu entscheiden. Und es wurde halt Sarina. Deswegen sind wir mit ihr jetzt unterwegs. Und zwei Mates wurden schon erwischt. Ich befürchte, die waren an der gleichen Stelle, denn die wurden knapp hintereinander geschlagen. Ich weiß noch nicht, wer unser Killer ist. Ein Geist. Ich gehe mal kurz in den Schrank. Ich weiß nicht, ob er eventuell Barbecue dabei hat. Eventuell ist auch der Keller hier im Zeppelin. Okay, er kommt aber nicht in den Keller. Das ist schon mal gut. Direkt vom Haken geholt. Weiß nicht, ob ich das so gut finde. Es ist logischerweise für den Killer natürlich verlockend, wenn ich jemanden aufgehangen habe und ich gehe 3 Meter und der wird wieder runtergeholt. Dann drehe ich natürlich um und gehe halt da nochmal hin, weil warum sollte ich dann weggehen? Ich bin schließlich der Killer. Ich muss ja die Leute umbringen, ne? Deswegen, ich finde das nicht gut, wenn man direkt vom Haken abgefarmt wird. Wie jetzt schon wieder? Habt ihr das gesehen? Das ist... Ich mache mal einen Generator. Das ist ja schließlich die Aufgabe der Survivor. Ich glaube, die Runde, die wird nicht so erfolgreich. Wo geht er jetzt hin? Okay. Ah, ist doch jetzt noch nicht so weit weggegangen. Mensch. Man kann tatsächlich sagen, die Runde ist verloren. Also, wir haben zwei Leute schon, die tot am Haken sind. Wir haben einen Generator an. Es ist... Es ist leider tatsächlich aussichtslos. Er hat sich jetzt auch sterben lassen. Ich versuche trotzdem hier irgendwie noch in der Palette, wie es halt so sein muss, DBD. Ich hoffe, die werden mich nochmal abhängen, dass wir hier noch irgendwie eine Chance haben. Ist sie ernsthaft hier stehen geblieben? Ich glaube, der rote Punkt vom Killer, der war doch hier neben mir. Ich glaube, der ist hier stehen geblieben. Dann frage ich mich aber, warum, Killer? Also, wenn der wirklich hier stehen geblieben ist, warum muss man das denn machen? Es sind noch 3 Gens offen.
Also, sorry, wirklich, aber... Was ist das denn für eine Strategie? Warum muss man das denn machen? Geht auch wieder direkt mit auf mich. Au, das... Ich habe doch die Leertaste gedrückt, aber okay. Ja, die lassen sich jetzt wahrscheinlich auch umklatschen, weil ganz... Das hat ja hier alles eh keinen Sinn mehr. Vor allem, ich habe vorher noch überlegt, nehme ich den Decisive Strike mit. Und ich hätte das jetzt so gebrauchen können, als er mich weggetunnelt hat. Okay. Okay. Das war's. Ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es gibt Killer, die haben halt wirklich... Also, die haben das Spielprinzip nicht ganz verstanden. Ihnen geht es jetzt nur darum, irgendwie alle Leute tot zu bekommen. Ohne Rücksicht darauf, ob das den anderen noch irgendwie Spaß machen könnte. Man sollte auch als Killer fair bleiben, tatsächlich. Denn sie hat jetzt vielleicht noch die Chance, vom Haken zu kommen. Aber ich bin halt tot am Haken. Sie könnte mich sowieso nicht mehr retten. Nee. Hat auch bei ihr nicht geklappt. Ich bin auf den Rang gespannt. Weiß nicht. Sprachlos. Ich bin einfach nur sprachlos über so einen Spielstil. Hä? Wow. Aber ich muss sagen, ein Rang 14 ist keine Erlaubnis dafür, die Leute wegzutunneln. Und zwar instant wegzutunneln und sich als Geist neben den Haken zu stellen. Das ist eine ganz schwache Leistung, lieber Geist. Ganz, ganz, ganz schwach, wirklich. Ja. Wir sind heute die Nancy. Wer Stranger Things gesehen hat, kennt Nancy. Ja. Und wir haben einen Killer. Ist das ein Bubba gerade dort hinten gewesen? Und der Killer hat wahrscheinlich ein Mori dabei. Da war nämlich gerade eine Opfergabe im Ladebildschirm. Oh, nee. Ja, moin. Was verdeckt war. Sorry. Oh, hier waren sie zu dritt. Ja, also sie hat wahrscheinlich ein Mori dabei. Ich wiederhole mich. Meine Gedanken sind gerade auf Flucht. Wow, 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 das war knapp. Okay. Ich habe zu spät nach hinten geguckt. Ja. Wir gucken mal. Ender mit Mori. Was es für ein Mori ist, weiß ich nicht. Es kann ein rosanes sein. Kann ein grünes sein oder ein gelbes. Wir werden es sehen. Die anderen ziehen aber die Gems durch. Ich hoffe, der da geht jetzt auch an. Der klang relativ weit. Sehr gut. White scheint uns helfen zu wollen. Und sie schluckt es erstmal. Sie schaut hierher. Ihr seht unten die Katze. Sie guckt zu mir. Ich glaube, sie hat ein rosa Mori.
Sie hat ein rosa Mori und wird mich jetzt morien. Davon gehe ich aus. Oh nein, aber ich werde weggetunnelt. Mehr als seufzen kann ich da hier einfach nicht machen. Es ist heute nicht mein Aufnahmetag. Es ist einfach nicht mein Aufnahmetag. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ihr seht das jetzt. Ich habe das jetzt hier gerade... Eigentlich wollte ich das als eigenständige Folge aufnehmen, aber ich habe das jetzt mit der Runde mit Sarina zusammengeschmissen. Weil das sind zwei Runden, die ich hier gerade nacheinander aufnehme. Und nach zwei solchen Runden ist halt auch die Lust an Dead by Daylight wieder ein bisschen geschmälert. Weil klar, die Huntress jetzt weiß nicht, dass ich die Runde davor auch so ein Mähkiller hatte, aber... Ja. Das war eine Tunnelfolge hoch 3. Ich gucke jetzt hier noch mal kurz auf den Rang. Was ist dieses Matchmaking, ne? Sorry, aber auch als Rang 15 Killer tunnelt man nicht. Sie ist bewusst auf mich gegangen. Sie hätte auf Dwight gehen können. Sie ist bewusst auf mich gegangen. Es ist, DBD, das macht so keinen Spaß. So, das heißt, ich habe jetzt hier die Zeit für zwei Runden vergeudet, die es überhaupt nicht wert waren. Aber gut, ich höre auf zu meckern. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier zwei Runden zusammengepackt. Ich hoffe, ich kriege heute noch irgendwie schöne Aufnahmen hin, dass ihr morgen noch was zu sehen bekommt. Wir lassen uns überraschen. Ich verabschiede mich erstmal aus der Runde und sage bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Macht's gut!